这个。哎，刚才那句话我怎么生气？我是蛮不生气的，发都没人。但是嘛，啊是吧 ？Yes， 你不买就是赚来，你搞的。Wie ist dann die Kräfte, die so fast nicht mehr in der Hose? Kontrollen Sie. So sind einige von den drei Linien. Natürlich, es gibt noch 5 Trillionen Punkte, 6 Trillionen Punkte. Sie dürfen dann nochmal ergänzen. Und dann können wir jetzt einen Schlusssatz schreiben. Einen Schlusssatz, nämlich um negative Gedanken im Körper herum. Nochmal. Um negative Gedanken im Körper herum. Sind die Fernlinien immer nach innen gerichtet, Kaviar? Karenza fragt, Herr Tod, bitte schreiben. Ja, danke für die Frage, ich schreibe jetzt. Um ist immer mit der Musik, stimmt's? Ja, um den negativen. Denn immer in unserem Kopf, diesen Punkt ist mir das Label Plus, diesen Punkt mit das Label Plus, diesen Punkt mit das Label Plus und so weiter. Die Fernlinie ist eindeutig, nur eine Linie in jedem Punkt. Stimmt's? In jedem Punkt gibt es exakt eine Linie. Gibt es bestimmt eine Linie. Denn in jedem Punkt gibt es nur in jedem Punkt, denn in jedem Punkt gibt es nur eine resultierende Kraft. Stimmt's? Gibt es nur eine resultierende Kraft. Haben Sie verstanden? In diesem Punkt, wie viele resultierende Kraft habe ich? Nur eins. Wenn das jetzt positive Propagation, dann diese orangefarbige ist die Fernlinie und auch die blaue hier ist, genau diese blaue hier über diese orangefarbige ist die Kraft. Exakt nur eine Kraft. Exakt nur eine resultierende Kraft. Verstehen? Hier in diesem Punkt. Wir haben eine Probeladung. Wie sieht dann die Fernlinien aus? Sowas. Stimmt's? Radial nach innen. Aber wenn ich dann noch Zusatzinformationen sage, hey, hier gibt es jetzt negative Ladung minus. Die Fernlinie ist zwar nach innen, aber, Achtung, die resultierende Kraft nach da, entgegengesetzt. Die blaue ist die Fernlinie. Die hier ist die Kraftrichtung. Okay.
Haben Sie verstanden, meine Damen und Herren? Ja? Haben Sie verstanden? Nochmals. Die blaue ist die Fettlinie. Oder die blaue Pfeil, der blaue Pfeil ist die Kraft auf positive Propellate. Wenn ich jedes Mal Fettlinie sage, identisch mit Kraftlinie auf positive Propellate. Angenommen, dort in diesem Punkt ist gerade positive Propellate angenommen. Aber in diesem Fall ist gerade nicht jetzt. Bei Livias Fälle, es gibt bei Livias Fälle nur positive Propellatung, aber in diesem Fall ist nicht positive Propellatung, sondern negative Propellatung. So, wohin zeigt die Kraft? Der grüne Pfeil ist der richtige Pfeil. Aber wenn Sie eine Aufgabe bekommen, bitte zeichnen Sie dort, in diesem Punkt zeichnen Sie bitte die Feldlinien. Trotz der negativen Propellatung müssen Sie die Fernlinien immer noch nach da zeichnen. Obwohl dort gerade negative Testladung, Sie müssen aber trotzdem die Fernlinien nach innen zeichnen. Denn Fernlinien hat nur eine Definition. Dort sei angenommen nur positive Propellatung. Ob du willst oder nicht willst, die Fernlinien per Definition ist nur Kraftlinie auf positive Propellate. Ist es klar? Resonierende Kraft. Ich habe hier gerne jetzt über resonierende Kraft mehr zu sprechen. Ich habe positive und negative Propellate. Positive und negative Ladungen. Nicht Propellate, sondern Ladungen. Die beiden Ladungen spannen ein elektrisches Feld aus. Die beiden Ladungen spannen ein elektrisches Feld aus. Stimmt's? Ja? Gerade mache ich einen Test. Keiner beschwert sich, also außer Arm. Die beiden Körper spannen ein elektrisches oder elektrostatisches Feld auf. Ausspannen ist es so wie hier. Zum Beispiel Alan hat schon eine Freundin hier. Ausspannen. Alan hat schon eine Freundin hier. Kemudian Livia mau mendapatkan alat, oke. Nah, kemudian Livia membayar Philip sebutnya untuk auspannen pacarnya sekarang. Itu dari kata aus kan. Kalau gespannen itu artinya makin tegar. Kalau auspannen artinya makin dijauhi. Tegangannya makin dikurangi. Ngerti ya? Kalau tali itu tegangannya dikurangi. Ausspannen. Sampai putus. Nah, itu contohnya. Ya. Berguna? Tidak. Memang tidak. Hier. Punkt Nummer 1. Das ist Klausuraufgabe. Punkt Nummer 2. Nicht Klausuraufgabe. Quizaufgabe von mir. Für Jahrgang. Sie sind Jahrgang 36. Ich habe Jahrgang 36 diese Quiz gegeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tun Sie endlich, wie ich hier gerade habe. Zeigen Sie die elektrische Feldlinie in diesem Punkt. Ich habe nur das Beispiel von positiver Ladung, das Beispiel von negativer Ladung. Ich habe aber noch nie das Beispiel von zwei Ladungen in einem Raum gezeigt. Stimmt? Stichwort Hinweis. F, R, E, S. Das steht für? Feldlinie entspricht
they are resulting from our positive probability. Das ist schon sehr hilfreich. Auch allein dieser Hinweis hilft manchmal meinen Studenten nicht in der mündlichen Prüfung. Sayangnya, walaupun Hinweise sudah jelas, aber das hilft nicht so viel meinen Studenten. So, diesmal möchten wir alle Daten steht mal nicht.
Legal? No. Una cosa. Curta. Why? Wenn die Strecke ist. Entfernt. Genau. Sie kennen ja von Russisches Gesetz. Guter durch den Quadrat, das heißt, je größer der Abstand ist, desto schwächer ist die Kraft. Also, nein, nicht länger. Ungefähr so, oder nachdem? Ja. Und jetzt, wie zeichnet man die resultierende Kraft an? Wie zeichnet man die resultierende Kraft auf diesem Probeladung? Mit sogenannter Paradelogramm. Fast gezeichnet. Das ist noch nicht Parallelogramm. Parallelogramm heißt in der Linie. Zwei Paare parallele Linien. Zwei Paare parallele Kanten. Diese Linien ist schon okay. Das ist parallele Linien. Aber diese Linie muss parallel. Das heißt, neu sein. Neu sein. Nehmen Sie die Schuhe und wischen Sie das ab. Machen wir neu sein. Auch das Bild von Athens, die wir Kinder, können Sie wegmachen. Die Schuhe, alles wegmachen. Nochmal neu machen. Und einfach nochmal. Auch wie das Bild jetzt machen. Alles. Parallel. Ganz parallel. Noch nicht ganz. Ja, ein bisschen, genau, ein bisschen schräg nach oben. Noch weiter nach oben, das ist noch nicht so ganz so. Uran. Genau. Noch weiter nach oben. Genau, jetzt besser. Ja, jetzt ist es. Ja, parallel. Yes, sehr gut. Good job, super work. Marvelous. Here you go. Prima. Gib es noch Komplimente, Borda, Sharon? Okay, vielen Dank, Herr. Wir wollen zum Namen, Herr. Vielen Dank. Also, ich habe zwei Kraftlinien. Stimmt's? In diesem Punkt habe ich zwei Kraftlinien. Erstens, dieser blaue heißt Abstoßungskraft. Abstoßungskraft. Wegen linker Ladungskugel oder rechter Ladungskugel? Dieser blaue. Genau. Abstoßungskraft wegen der linken Kugel. Die schwarze Kraftlinie hier ist anziehende Kraft, Anziehungskraft. Herr Tosch schreibt mir sehr viel. Ne? Anziehungskraft. Anziehungskraft. Und die resultierende hat die Farbe von? Die resultierende Kraft hat die Farbe? Rot. Das ist die resultierende Kraft. Resultat. Na, Sie sehen selbst. Ich habe 1, 2, 3 Linien. Welche benutzen Sie als Feldlinien? Die schwarze, die blaue oder die rote? Die schwarze, die blaue oder die rote? Die blaue Linie, die schwarze Linie oder die rote Linie benutzen Sie offiziell für Feldlinien? Nein. Wie war das die Definition von Feldlinien? Ich habe Feldlinien. Das ist identisch mit der Linien von resultierender Kraft. Feldlinien bedeutet,
resultatnya. Auch positive Probleme. Nicht die blaue, nicht die schwarze, sondern die rote. Alles klar? Nicht die blaue, nicht die rote, nicht die schwarze, nicht die blaue, sondern die schwarze, die rote, die der rote Farbe. Das heißt, sind Sie bereit? Wenn ich dann zeichnen muss in meinem Proton oder in der Klausel, dann zeichnen Sie dort in diesem Punkt, Punkt Nummer 4, die Verlinien, dann machen Sie so. Dann machen Sie so. Blaue Linie weg damit. Rote Linie weg damit. Genau in diesem Punkt Nummer 4. Genau in diesem Punkt Nummer 4, meine Feldlinie sieht so aus. Crazy. In diesem Punkt, die Feldlinie sieht so aus. In diesem Punkt, die Feldlinie sieht so aus. In diesem Punkt, die Feldlinie sieht so aus. Aber ich habe noch 6 andere Punkte, stimmt's? Und das ist die Aufgabe jetzt. Und Sie, der Mitglied ist, in alle anderen 6 Punkte, 5 Punkte, nein, 1, 2, 4, 5, 6, 4, 5, 7, ja. In alle anderen 6 Punkte, tun Sie endlich, wie ich gerade gezeigt habe. Nein, die Feldlinie ist nicht positiv, ist nicht negativ. Hören Sie das genau. Die Feldlinie entspricht die Kraftlinie auf positive Probelage. Ich schreibe dann lieber auf das. Ich habe nicht positive Feldlinie gesagt. Ich habe gesagt, Feldlinie. Beschreibt oder entspricht die Graflinie auf positive Probelage. Ich habe deshalb die Frage erstmal aufgebaut vom Gravitationsfeld. Nochmal ein paar Schritte zurück. Ein paar Schritte zurück. Ja? Darf ich ein paar Schritte zurück? Okay. Gravitationsfeld wieder. Gravitationsfeld, Erde. So, nochmal. Wir wollen zurückgehen. Ja? Sind Sie bereit kurz? Ja? Jetzt nehmen Sie Platz. Ich kehre wieder zurück zur Erde. Gravitationsfeld. Alan hat heute gesagt, ich möchte nachweisen. Mit welchem? Probekörper. Welche Probekörper habe ich? Gibt es positive Probekörper und negative Probekörper bei Gravitationsfeld? Nein. Also dann hat man immer nur Masse. Eine Masse. Welche Arten von Masse gibt es? Nur eine Art von Masse. Stimmt's? Zum Beispiel, so, wenn ich ein Meteorit dort ziehe oder habe, welche Kraft erlebt dieser Meteorit? Sieht so aus? Nein. Oder sieht so aus? Ja. Okay, das heißt dort, gibt es eine Feldlinie, so wie hier. Stimmt's? Ich nehme eine andere Probekörper. So. Wie sieht denn die Kraftlinie? So was. Wie sieht dann die Feldlinie aus? Genau das auch, die Feldlinie. Denn im Gravitationsfeld gibt es nur eine Kraftlinie. In jedem Punkt.
Und genau diese eine Kraftlinie in jedem Punkt wollen wir das als Feldlinie benutzen. Alles klar? Problematisch? Nein, kein Problem. Denn ich habe nur eine Protonmasse, eine Art von Protonmasse. Studio, haben Sie verstanden? Das Problem beginnt jetzt, Dilemma für uns ist so. Das ist jetzt nicht mehr die Erde, sondern Dilemma für uns ist so. Ich habe positive Propellerladung. In diesem Punkt gibt es positive Propellerladung, positiv. In diesem Punkt in der Nähe gibt es negative Propellerladung. Zum Beispiel. Testladungen sind zwei, zum Beispiel. Na, wie sieht das aus mit der Kraftlinie auf dieser grünen Propellerladung? Radial nach außen oder radial nach innen? Radial nach außen. Hier radial nach außen oder radial nach innen? Radial nach innen. Okay? Jetzt, von diesen zwei Kraftlinien, welche können wir als Feldlinien benutzen? Welche? Die auf positive grüne Ladung oder die auf negative blaue Ladung? Positive grüne Ladung. Kita hanya bisa pakai yang terhadap positive propellerladung. Per definition, gara-gara mereka berada. Per definition. Das bedeutet, die Feldlinie sieht so aus. Total gleich wie diese Kraftlinie. Tapi yang di samping sini, bisa sini-sini disempung. Darf ich die Feldlinie so zeichnen? Nein. Was machen wir? Fokusieren Sie erstmal diese Videos. Denn für die Feldlinien, ob das wahr oder nicht wahr ist, ob das wirklich existiert oder nicht existiert, wir müssen gedanklich positive Propellerladung auch dort in diesem Punkt nehmen. Warte. Di situ boleh nggak negative blaue minus Ladung? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Untuk dapetin kraftnya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau pertanyaannya, zeichnen Sie die Kraftlinie, zeichnen Sie die Feldlinie, apa yang akan dilakukan? Hapusieren Sie diese Luminus. Verstehen Sie? In Ihrem Kopf, Feldlinie ist Kraft auf gara-gara Michael Faraday. Nyebelin toh? Nyebelin. Was machen wir denn? Wir zeichnen neu. Wie sieht dann die Feldlinien aus? Genau, die Feldlinie entspricht der Kraft auf positive Propellerladung, auf weg, hinweg. Tapi kan bisa mit U minus. Nah, kan pertanyaannya di klausul Feldlinie, brother. Feldlinie adalah kraft kepada positive Propellerladung. Tapi Propellerladungnya tidak di situ. Nah, just imagine there is positive Propellerladung. Tapi, ya. Tapi sesungguhnya di sana ada negatif Propellerladung. Oh, ini. Saya tidak banyak banyak ya, dikit aja di kenal sengkar. Lama-lama saya kesel kalau ibu dia provo kayak apa. Gak boleh gitu ya. Kalau yang tempat yang lainnya dia kayak gitu ya. Please, jangan kayak gitu ya. Atau banyak nanya nih. Oke. So, respect. Ja, zwar es gibt auch negative Propellerladung überall, es gibt. Aber wir Feldlinien gedanklich immer eine positive Propellerladung. Ist das okay? Was so wie wäre es, wenn wir die Feldlinie für ein Proton zeichnen müssen? Von? Proton zeichnen müssen. Proton? Proton ist positiv. Ja, wir müssen auch haben. So. Ja, das. Elektron. Für Elektron? Kraftlinien kann ich zeichnen. Feldlinien kann ich nicht für einen Elektron zeichnen. Denn Feldlinien ist Kraft auf positive Propellerladung. Es gibt niemals eine Frage, bitte zeichnen Sie Feldlinien auf einen Elektron.
Fatinian is ima alf positif of probable of the wheels and the wheels. Es gibt kein Elektron in der Mitte der Zeit, wenn Sie ein Fatinian und ein Elektron stiften. Bei der Definition Fatinian ist ima bezug mit positif of probable. Niemals nach Elektron. Tapi Graflinien, wenn Sie mich als mündliche Prüfer will, in Frage, bitte zeichnen Sie auf Elektron die Kraftlinien. Oder die Kraftlinien. Gerne, ich zeichne das gerne. Das war. Also nehmen wir an, dass es ein Proton ist, oder nehmen wir an, dass es elektromagnetisch ist? Nochmal, ja. Sie meinen jetzt, wie Sie mir oder in der Welt? Okay, ich habe jetzt zwei aufzuspannende Kugel. Ja, und dann? Nehmen wir an, dass die Elektron weg ist, oder nehmen wir an, dass die Elektron eingefangen ist? Ich habe nur das Elektron gesagt hier. Ich habe nur Punkte gesagt. In diesem Punkt. Und dann, natürlich in diesem Punkt, denken Sie, darf nicht nur positiv. What is your job? Fatinian zu zeichnen. Ihre Aufgabe? Fatinian zu zeichnen. So vergessen Sie Elektron. Niemals Elektron in dem Wörterbuch von Fatinian. Niemals. Negative Teilchen niemals in dem Wörterbuch von Fatinian. Weg von dem Buch. Jedes Mal jetzt kommen. Fatinian eine Aufgabe bekommen. Dann nur positive Probleme. Niemals Elektron. Ja? Was ich dann hier mache, bezüglich positiver Probleme. Ja, aber gibt es das gerne nochmal? Die Fatlinien zu zeichnen. Dann fragen Sie niemals, hey, welche Probleme funktioniert? Niemals. Immer wo? City. Egal was passiert. Obwohl da natürlich Elektronen geben sein kann. Gegeben sein kann, aber nein. Es ist immer positiv und probabel, immer. Für die Fernlinien. Und dann es gibt immer zwei Sachen. Eine ist Fernlinien für Klausuraufgabe, eine ist Graflinien für die andere Klausuraufgabe. Ja? Okay. Gut. Wie viele Punkte haben Sie noch? 6 Punkte. Ini kan 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 ini kan